Freunde der Blasmusik, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei meinem ersten Auftritt hier seit Jahren. Ich bin fast ein bisschen nervös. Für 28 Jahre habe ich nicht gedacht, dass ich hier noch einmal nach 28 Jahren wieder einen Auftritt habe und dann noch eine Uraufführung. Aber was mir das erste Mal schon aufgefallen ist, dass die Leute beim Blaskonzert, die ratschen da und die sitzen da und die hören da und die trinken da und die haben Spaß und alles Mögliche. Und wenn die Musik spielt, dann losen sie, sagen sie hier. Sie losen, ne? Ab und zu, aber sie sprechen auch gerne hier, das habe ich auch entdeckt. Aber wenn dann der Dirigent angesagt hat, das letzte Kapell, weißt du, sage ich auch hier, angesagt hat, jetzt kommt das letzte Stück, oh, jetzt müssen sie aufpassen. Weil dann sind sie sofort allergisch geworden, dass das Stück vorbei ist, weil da muss ich glatzen und schreien, Zugabe, 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 Zugabe. Ja, da denke ich, wow, oh, die üben 3 Monate und das letzte Stück soll das Wichtigste sein, aber das ist überhaupt nicht die Sinn der Sache von mir. Aber trotzdem, wenn sie dann Jubiläum haben gehabt, 2012 war es 150 Jahre Blasmusik. Ja, ne? Weißt du das noch? Ja, hast du auch mitgefeiert? Ja, hast du ein bisschen rausig gewesen auch? Oder? Ja, das könnte sein, ne? Ja, ja, gehört auch dazu. Ja. Ja, so dann. Jetzt habe ich schon. Ja, jetzt geht er wieder. Aha, das ist die Technik, das kann. Ist da los? Mein Freund, und sonst ein anderes Mikrofon haben. Geht das wieder? Ja. Also, haben wir eine andere Bitte. Das ist. Geht die? Ja, die geht. So, jetzt habe ich auch meine Bassstimme wieder zurück. Also, jetzt habe ich Folgendes ausgedacht. Ich habe eine bekannte Melodie genommen. Die kennt jeder. Dazu habe ich ein bisschen komponiert, ein bisschen arrangiert und so weiter und so weiter. Zweitens, der Dirigent, die bekommt immer Applaus. Die neigt sich nieder und die Leute klatschen. Aber ein Dirigent ohne Musikanten ist sowieso für nichts. Musikanten ohne Dirigent würde gehen. Beim Ausrücken brauchst du den Dirigent auch nicht. Stimmt's? Ja, so ist es. Also, liebe Freunde, ich sage Sie, wir spielen 8 Zugaben. So, Sie können schreien, solange Sie wollen, aber mehr wie 8 spielen wir nicht. Ich sage es voraus. Und alle Ehre geht an die Musikanten, Musikantinnen und so weiter. Und die Namen sage ich auch. Ich muss da ein bisschen lesen, weil das ist hier wichtig. Hans, 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 Hans und noch einmal Hans. Ja, ja, aber vielleicht mache ich einen Fehler. Hoffentlich vergeben Sie es mir. Wir fangen an mit den Oboen und mit den Flöten. Die werden unterstützt von unserem Jubilar, von der Bassklarinett Rino. Dann, ja, bitte, wenn Sie klatschen, Sie sind mit 60. Klatschen Sie bitte erst, wenn Sie gespielt haben. Das ist auch sowas. Dann haben wir auf die Oboen, die Sarah, die Anita, auf die Flöte, die Katharina, die Andrea, die Sabrina, die Simone und ein Mann. Es sind so viele schöne Weiber. Du hast. Thank you.
Und die andere Seite, die Trompete. Da sind Gott sei Dank auch ein paar Damen dabei. Hä? Aber mehr Männer noch. Also, jetzt geht's. Manfred, Alexander, Sepp, Gottfried, Karina, Katharina, Markus, Sepp und ich habe ihn gespielt nach der Pause und natürlich der Helmut. Miteinander.
Danke. So sehen Sie, wie schwierig es ist, doch zu neigen, das Publikum. Das sind Sie nicht gewohnt. Die Dirigentin wird müde, die hat Bandscheibenprobleme und so weiter. Die Hörner, der Hans, der Martin, die Christina, der Werner und der Hans. Fundament von der Musik, wie von einem Haus. Ein Haus ohne gutes Fundament ist vielleicht in Tirol, aber ich glaube es hier auch nicht. Das sind die Tuben, die großen Tuben. Und hier haben wir die großen und die kleinen Tuben. Ja, die großen Tuben, da haben wir als erster, da muss ich schauen, da haben wir den Raimund, da haben wir den Martin, da haben wir den Konrad und da haben wir den Uwe. Da haben wir die kleinen Tuben, jetzt kommt es wieder, siehst du, was die Namen. Andi 1, Andi 2, Stefan, Thomas, Adi und der Sepp. Normalerweise spielen wir gleich weiter, aber jetzt will ich eine Ausnahme machen. Ich bin normal nicht einer, der da so viel dazu muss. Das ist die Musik, die spielen. Aber ich habe ganz gerne ein Stück arrangiert, speziell für unsere Solistin vor die Pause. Astrid, aufstehen bitte. Astrid. Jetzt sagen die anderen. Da kommt der Franz. Die Gelinde, die Astrid, Isabella, Claudia, Carina und Daniel.
De saxofonisten, de Frans, de Susi, de Edith, de Herman en de Christian. Dan, für den Kapellmeister eigentlich die wichtigsten Leute. Die spielen fast immer ohne Sakko, weil sie schwitzen gerne. Sie müssen immer schleppen mit den großen Instrumenten. Das sind die Schlagzeuger. Wenn die ein anderes Thema, anderes Tempo haben, wenn ein Dirigent ist geschmissen, ist er hilflos. Ja, anders umgekehrt aufgelegt ein bisschen, aber das sprechen wir besser nicht davon. Wir haben heute Abend de Marco auf Drumset. Wir haben de Frans. We hebben de Hans, oh, dat moet ik afpassen. En we hebben Maria. En die vangt aan. Die Pausenisten, die sitzen ganz hinten. Nämlich Markus, Manuel, Franz, Hannes und Detlef.
bitte die Marketänzerinnen auf die Bühne. Bitte die Damen, Marketänzerinnen, geht mal raus.